Super. Super! Oh, wir haben eine Zeitung gekauft. Hey, ho, ho. Oh. Play. Oh. Ah, das ist doch hier die Gabby aus dem Dschungelcamp, oder nicht? Hä? Hier gibt's das neue Sesamstraßenheft. Wir müssen unbedingt ins Museum. Wenn abgesperrt ist, kann ich die Tür nicht für euch aufbrechen. Aber fragt Frau Florentine. Die Direktorin des Museums kauft bei ihr ständig Blumen. Was für ein toller Name und so einfallsreich und so lustig. Florentine. Für Guten eine. Tag. Sagen Sie, ist das Museum heute geschlossen? Nein, nein, das Museum hat schon auf. Da sind doch Leute reingegangen. Die Blumen sind wirklich schön. Ein Sonderangebot für dich. Dieser Sommerblumenstrauß für nur 5 Mark. Nehme ich. Hallo, nein, ich will das nehmen. Sehr gut. Wissen Sie, wieso das Museum zu ist? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ein neuer Raum mit Schätzen aus dem alten Ägypten eröffnet wurde. Muss sehr interessant sein. Jo. Im Museum soll etwas, naja, geschehen sein. Ein Spuk Ist. oder so. Davon weiß ich nichts, aber warte, eine Frau ist rausgekommen, hat was bei der Klingel gemacht, ist dann wieder rein und hat abgesperrt. Meine Tante Lea hat uns gerufen. Es soll eine Mumie im Museum spuken. Die hat euch wohl reingelegt. Das heißt, da war eine Frau. Die hat. Hat die nicht einen Zettel angeklebt? Dieser Wind ist einfach schrecklich. Ein Zettel? Ja, das ist eine heiße Spur. Oh, ja. Ne. Fällt Ihnen sonst nichts ein? Eine Mumie? Wenn es die gibt, steht das morgen in der Zeitung. Und dann? Und dann hat ein Windstoß meine Blumen umgeworfen. Aber wie kommen wir rein? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Frau Steinberg, die Direktorin des Museums, meine beste Kundin ist. Sie liebt Blumen. Was tun wir jetzt nur? Ich würde euch gerne Oh helfen, Gott, aber die La leider. die jammern sich da bei den Leuten aus. Och, was tun wir denn jetzt? Och, können Sie uns nicht helfen? Wir sind doch das Tiger-Team. Die geilsten Detektive in ganz Merkwürdigkeitshausen. Die Blumen sind wirklich. Ein Sonderangebot für dich. Dieser Sommerblumenstrauß für nur 5 Mark. Die Blumen sind wirklich. So, und nun? Fick mich, krieg mich.
neue Fälschung im Nationalmuseum, Restaurator spurlos verschwunden. Ein Fall für dich hat es die Idee. Neue Fälle jetzt im Handel hält dich. Wie gestern bekannt wurde, ist der renommierte und mit vielen Preisen seiner Zunft ausgezeichnete Restaurator Chapelius Hautsam spurlos verschwunden. Ein Gewaltverbrechen kann nahezu ausgeschlossen werden, da er seine Wohnung gekündigt, seine Banknoten aufgelöst hat. Allerdings sind wieder Fälschungen im Nationalmuseum aufgetaucht. Eine Verbindung zu diesem Verbrechen wird von der Polizei nicht ausgeschlossen. Ritterrost am Broadway. Stolz präsentierte gestern in New York Iris Bellinghausen und Ralf Möllers die amerikanische Fassung des Kindermusicals Ritterrost aus dem Terzio Verlag. Die Karten waren schon seit Monaten ausverkauft. Die frechen Hits für Kids begeistern nicht nur Kinder, absolut kultig kreischen Teenager weltweit, wenn Schlossgespenst und Drachen bei MTV über den Bildschirm flimmern. Der Compaolo mit dem Pizza, Blitze, Rucci, Pizza, Mama, die Rizza, Sitze. Deutsche Gesellschaft für Pädagogik lobt Kindersoftware. Anlässlich ihres Jahrestages lobten Deutschlands Pädagogen die zunehmende gute Qualität anspruchsvoller Kindersoftware. Die didaktische Aufbearbeitung von naturwissenschaftlichen Inhalten erlaubt sogar einen Einsatz der Medien im Unterricht, ließ Konstantin von Gutenknauf gestern bei die Fachpresse wissen. Keine Überraschung war die Wettlauf im All aus der Kinderkram-Reihe von Terzio erhielt den ersten Preis, die CD-ROM. Ja. Alter, der hätte uns noch hier eine Mark zugeben können. Du wirst doch diesmal nicht reinkommen. Abgesperrt. Arschloch. Können wir vielleicht mit dem Taschenmesser... Die Türe aufbrechen. Da war ein Kellerfenster. Jetzt habe ich die ganze Zeit Paolo mit dem Pizzablitz im Kopf. Die Blumen sind wirklich... Ein Sonderangebot für dich. Dieser Sommerblumenstrauß für nur 5 Mark. Boah, geil. Will ich haben. Habe ich den jetzt? Wie, ich habe hier immer noch einen, nur... Ach, Mist. Jetzt will ich aber... Hallo. Ich möchte wieder hier... Das gibt's doch wohl nicht. Wir packen mal alles rein. Paolo, jetzt habe ich die ganze Zeit diesen scheiß Ohrwurm von Paolo mit dem Pizzablitz. Rutscht die Pizza auf meine Ritz von Sitze. Ja, ist egal, die Pizza schmeckt dir gut, ist viel besser als im blöde Pizza. Was ist das? Nochmal. Was hatte ich das hier, ne? Daten, eigene.
Name Fritjof Games, der Diener, Spiellevel schwer. Punktekonto. Oh. Nein, ich will nicht ins Internet. Und nu? Fingerabdrücke. Ach Gott, Gott, Kinder, 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 das ist vielleicht anstrengend. Ich will aber den Laser benutzen. Wenigstens den Fotoapparat. Mach die Tür auf! Können wir dem Onkel vielleicht Blumen? Dem Onkel vielleicht Blumen schenken? Ich will dem Blumen schenken. Und dann muss ich sein hässliches Gesicht nicht mehr sehen. Oder können wir vielleicht ein Bild von dem machen? Oder dem die Zeitung zurückgeben? Geht alles nicht. Aber ich habe, glaube ich, auch schon einiges wieder aufgenommen. Ach, eine Stunde schon wieder. Kehr, Freunde. Ich glaube, dann wird Zeit, dass ich mal wieder eine Aufnahmepause mache. Wir stellen uns hier jetzt nochmal ganz hier wieft vors Museum. Und dann machen wir eine Aufnahmepause. Ich bin schon wieder völlig müde und vom ganzen Aufregen über dieses Qualitätsspiel. Ich meine, wie toll dieses Qualitätsspiel ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.